Herzlich willkommen in Hansdorfners Fußballschule. Keine Schule wie jede andere, sondern eine der größten Fußballschulen Bayerns. Das Besondere, diese Schule gibt's nur in den Ferien. Und dementsprechend steht hier auch der Spaß am Fußball im Vordergrund. Wir haben ein Motto der Fußballschule, das Motto lautet Spaß und Freude am Fußball. Das ist einmal das Allerwichtigste, dass die Kinder jetzt, die haben jetzt den ersten Tag Ferien heute und die sollen nicht in eine Schule gehen, so eine Art Fußballschule, wo sie jetzt da unter Druck sind. Sie haben einen Druck zu Hause, die haben einen Druck in der Schule, die haben einen Druck im Verein und wenn sie in die Hansdorfer Fußballschule kommen, dann sollen sie jetzt erst einmal Spaß haben. Sie sollen eine Gaudi haben, sie sollen neue Freunde kennenlernen, aber zusätzlich natürlich auch was lernen, das ist ganz klar. Seit 1994 gibt es die Hansdorfer Fußballschule. Gegründet hat sie der ehemalige Bayern- und Clubprofi Hans Dorfner nach seinem Karriereende. Angefangen hat damals alles mit etwa 40 Kindern. Und heute? Ja, es sind ein bisschen mehr. Also wir sind einige tausend Kinder. Also so, heuer haben wir so wieder weit über 4000 Kinder. Haben fast 100 Stützpunkte in ganz Bayern, in Österreich, in Südtirol. Hätte nie gedacht, dass das solche Ausmaße mal annimmt. Aber nach oben eigentlich immer noch offen. Also leidet auch natürlich die Qualität nicht drunter, weil sonst hätte ich es nicht gemacht. Und es wird eigentlich alles viel einfacher, je größer das ist. Und von daher habe ich meine Strukturen, die sind da und kann das schon noch wachsen ein bisschen. Die Fußballschule des ehemaligen Nationalspielers hat für Kinder in allen Altersstufen etwas zu bieten. An vielen Stützpunkten gibt es für die Jüngsten ab 6 Jahren die bewährten 3-tägigen Fußballkurse. Für die 7- bis 13-Jährigen sind die 4-Tageskurse das Richtige. Und für alle, die nicht genug vom Fußball bekommen können, sind die Fußballwochen und Fußballcamps über 5 bzw. 6 Tage. Die Kinder werden selbstverständlich den ganzen Tag über betreut, mit Mittagessen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Zähne geben raus, ist dann aufwärmen. Vormittag sind immer so technische Übungen, taktische Übungen zu finden, wie man da sieht. Tricks lernen, Torschussübungen. Und das alles wird von echten Fachleuten vermittelt. Das Allerwichtigste ist, dass wir Kinder umgehen können. Mir ist es vollkommen egal, ob die einen Trainerschein haben. Ist natürlich gut, wenn es Sportlehrer sind, wenn es Sportstudenten sind, die Zeit haben, die ja das zum Beruf gemacht haben, mit Kindern umzugehen. Und wenn die natürlich einen Schein nur haben und selber trainieren, ist das natürlich der Idealfall. Um das Gelernte sofort spielerisch umzusetzen, dafür hat sich Hans Dorfner etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Den Champ of the Camp. Das heißt, einer, der das gelbe Trikot hat, ist der Champ of the Camp. Und es wird jeden Tag wird das ausgespielt zwischen den Kindern und jeder darf es halt dann einen Tag tragen. Und am letzten Tag gibt es dann eine Endausscheidung, da haben halt die ganzen Träger von den gelben Trikots dabei und wird dann ja, ein Wettbewerb wieder gemacht und der Beste von dem Wettbewerb gewinnt das gelbe Trikot und darf das dann mit nach Hause nehmen und ist dann letztendlich der Champ of the Camp. Für die Kinder natürlich ein ganz besonderes Highlight, am Ende einer solchen Woche stolz das gelbe Trikot mit nach Hause zu nehmen. Bei allem in der Hansdorfner Fußballschule steht eine Technikschulung, die Spaß macht, im Vordergrund. Denn das kommt im normalen Training leider oft zu kurz. Und hier steht vor allem eins im Mittelpunkt, der Ball und der Spaß. Wird das Gelernte dann in Spielform in die Praxis umgesetzt. Da gibt es die Mini-EM. Es war ja die Europameisterschaft. Wenn die WM ist, dann spielen wir natürlich die Weltmeisterschaft aus. Und heute gibt es die Mini-EM. Das läuft folgendermaßen ab. Es gibt ein ganz großes Turnierplakat. Da gibt es jede Mannschaft gibt's einen Namen von der EM, natürlich von den EM-Teilnehmern. Und dann wird das ausgelost. Dann spielen die Kinder halt in einem richtigen Turnierplan, halt in den Spielplan von der EM. Spielen sie halt bis zum letzten Tag. Am letzten Tag sind dann die Endspiele. Spielen sie dann den Europameister aus, den Mini-Europameister. Alles also wie bei den ganz Großen. Wenn es sein muss, sogar mit Elfmeterschießen. Und ganz am Schluss dann das große Finale. Was hat dir denn am besten gefallen? Die Mini-EM. Das hat am meisten Spaß gemacht? Ja. Die EM. Bist du zufrieden mit dir? Ja.
Die Europameisterschaft und das Trainieren. Die Europameisterschaft und da sind wir leider Vierte geworden. Aber das ist am Ende gar nicht so wichtig, wenn die vielen tollen Sachpreise bei der Siegerehrung übergeben werden. Und so geht eine tolle Woche in der Hansdorfner Fußballschule zu Ende, in der Spaß und Freude am Fußball großgeschrieben werden. Ein Riesenerlebnis, bei dem alle Nachwuchskicker viel gelernt haben. Also auf geht's, macht mit und meldet euch an bei Hansdorfners Fußballschule.